Und damit ein herzliches Willkommen zu Raw is War. Ja, wir starten hier heute mit der Bound for Glory Challenge, wo ich schon wieder den Punktestand verlegt habe, also den Zettel, wo die Punkte draufstehen. Ja, Brock Lesnar macht die Eröffnung gegen Big Cass. Ja, unser guter Big Cass. Sein erstes Match nach der Trennung mit Enzo Amore, der momentan bei der WXW einen sehr, sehr guten Job macht. Und Big Cass macht gerade keinen guten Job. Also keine gute Figur hierbei. Oh, er hat mal einen Reversal gelandet. Und Fallaway Slam von Brock Lesnar. Der ja auch ganz klar seinen Titel wiederhaben will. Momentan hält ihn ja noch Finn Balor. Und er hat ihn ja verloren gegen Braun Strowman. Ja, zumindest hier im Universe verteidigt er ihn wenigstens. Auch mal. Ein ganz harter Punch. Und Powerbomb. Also Big Cass, der hat hier momentan wirklich nichts zu lachen. Gut, ich glaube, ein normaler Pinfall-Sieg bringt 7 Punkte. Ein Submission-Sieg bringt 10. DQ-Sieg bringt 2. Count noch, glaube ich, 3. Muss ich nochmal gerade im Netz gucken. Und der ja am Ende die meisten Punkte hat, tritt ja gegen die World Heavyweight Champion an. Also in diesem Falle Finn Balor. Solange er den Titel hat. Ich will das jetzt nicht unbedingt schon am nächsten Pay-Per-View machen. Weil das wäre dann ein wenig sinnfrei. Also so kurz dann. Weil dann praktisch ja kaum einer eine Chance hat. Also hier auch was zu reißen. Weil dann gewinnt man 2 Siege per Submission und hat so gut wie gewonnen. Deswegen, das werde ich dann über ein paar mehr Wochen hier durchziehen, aber wahrscheinlich 2 Monate. Ich muss mal gucken, wann das nächste Pay-Per-View ist. Und wir haben am heutigen Abend ja auch noch die US Open Challenge von Seth Rollins. Und Suplex City gekontert. Und wenn Big Cass das jetzt natürlich gewinnt, wäre das natürlich ein megamäßiger Erfolg für ihn. Ach, ich glaube, mein Schwein fliegt im Azaletenwald. Ja, solange er das alles draußen macht, ist mir das Jacke wie Hose. Und da muss Brock Lesnar gegen die Stahltreppe. Ja, Big Cass jetzt hier ins Match definitiv reingekommen. Also Lesnar geht jetzt mal in den Ring. Schüttelt sich so ein bisschen den Schmerz ab. Ich glaube, der Ref ist bei 8. 9. Hat er es doch tatsächlich noch geschafft. Und Lesnar, der hilft ihm sogar beim Reinkommen, hebt ihn hoch. Ella Badge. Ja, und die Leute bölken es, dass das gekontert wird. Ich werd doch Banane im Kopf. Das Spiel macht mir das Spiel gerade schwer. So. Big Boot von Big Cass und ich kann nicht kontern. Und jetzt hebt er ihn hoch. Military Press Slam. Und harte Punches gegen den ehemaligen World Champion.
Nee, nee, ich drücke da jetzt nicht auf Kreis. Das hat sonst auch nicht funktioniert. Na, Lesnar geht mal raus. Und Konter von Big Cass. Ja, gut, für die Tag Team Division zählt natürlich die Bound for Glory genauso. Wenn man denn hier mal Tag Team Matches hätte, wo nicht unbedingt die Usos und DY bei sind. Wunderschöner Running Power Slam. Harter Punch von Lesnar. Und natürlich wieder ein Konter von Big Cass. Herrgott, was ist denn mit dem mit einmal los? Geht hier ab wie Schmidts Katze. Aber ich glaube, ein Suplex City. Und ich denke mal, das dürfte dann auch gewesen sein. Ah, da pusht er sich noch ein bisschen hoch. Und Suplex City, jetzt kommt's durch. Und dann nimmt er ihn hoch zum F5. Ich glaube, das war's. Und F5. Mit Cover 1, 2, 3. Ja. Und damit gewinnt Brock Lesnar den Opener und führt ja, er führt damit die Bound for Glory Serie jetzt an. Aber es ist Lesnar, der ist niemals fertig mit dem Gegner. Ja, jetzt gibt's noch... das ging halb auf die Ringtreppe. Und der Kimura-Lock. Ja, Donnerlütchen. Ja, damit können wir auch gleich zum nächsten Match kommen. Und damit sind wir auch schon bei der Open Challenge. Big Show nimmt die Herausforderung an gegen Seth Rollins. Ja, wen spielen wir? Big Show oder Seth Rollins? Ich würde sagen Big Show. In der Hoffnung, dass wir einen neuen Champion bekommen. Direkt erste Open Challenge und dann direkt ein neuer Champ, das wäre ja was. Aber er war sowieso Herausforderer Nummer 1 auf den Titel, also warum nicht? Oh, jetzt auch ein bisschen Foot Choking. Ja, schöner Konter von Big Show. Außerdem, so könnte man ja auch Seth Rollins dazu auf gut Deutsch nötigen, mal seinen Tag Team Titel mal zu verteidigen, wenn er keinen IC-Titel mehr hat. Warum nicht Big Show als Intercontinental Champion? Und das Witzige ist, er würde dann sogar mit Brock Lesnar gleichziehen, was die Dings, die Dingensbummens. Ah, das wird ein Konter. Die Bound for Glory Challenge dann angeht. Ja gut, der Champion da kann natürlich auch mitmachen. Wenn der natürlich auf Platz 1 ist, dann hat sich, glaube ich, das Heiligsblechle.
Dann hat sich das erledigt mit den Herausforderern. Und jetzt Big Show mit dem Konter. Und da darf Big Show nach draußen. Sind die Leute hier Let's Go Big Show am Reden? Schöner Spin-Kick von Seth Rollins. Kann natürlich auch sein, dass Seth Rollins mich besiegt. Ich spiele immer drauf legendär. Und das ist nicht einfach. Komme ich gegen einen, der in den Top 10 ist von den Power Ratings. Außerdem ist es ja auch wieder die erste Woche. Ergo, ich spiele einfach. Weil es, die wollten nichts herausfordern oder irgendjemanden in den Hintern treten. Jetzt geht's wieder in den Ring. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Ja, Big Show ist aber ein bisschen angeschlagen. Also Seth Rollins, der wischt hier gerade ganz gut den Boden auf, weil ich dieses blöde Konter wieder nicht hinkriege. Und Leg Drop. Naja, dieser möchte gern Leg Drop. Und ein Headbutt gibt es auch noch oben drauf. Oh, das ist der Konter. Ja, das gibt den Superkick ans Kinn. Na, jetzt pusht er sich nochmal hoch. Und ich denke, jetzt wird entweder das Heini oder... Und Konter von Seth Rollins. Da bin ich schon, der ist behäbig. Der ist sehr, sehr behäbig. Ja, ich glaube, er will es jetzt zu Ende bringen. Da hat er mir den Finisher geklaut. Und Kickout. Da hat Seth Rollins einfach diesen Power of a Punch gemacht. Okay, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ich dachte, er wollte nach draußen von da aus springen. Und jetzt gibt es den Knockout-Punch von Big Show. Nach dem Motto, ich zeig dir mal, was ein Knockout-Punch ist. Bam, ging das. Nee, wo? Was sollte das denn jetzt? Wieso ging das denn nicht, wenn der Gegner liegt? Komm schon! Ah, hat er mich genau in dem Augenblick weggepuncht. Slingblade! Ja gut, wenn Big Show sich das jetzt hier selbst versaut, ist das aber auch nicht mein Problem. Was muss der auch jubeln? Weil jetzt war keine Anzeige, wo Seth Rollins gelegen hat. Meine Güte, Seth Rollins versohlt mir hier den Hintern. Dann zieht er nämlich gleich. Oder wird Seth Rollins jetzt der erste Triple Champ? Ja, gekontert, ja sicher. Zu früh. Nee, man soll doch dann kontern, wenn... Ach, leck mich doch. Aber Big Show muss ein bisschen durchatmen. Das ist ein hartes Match, was er hier führt. Und Big Show zieht ihn einfach mal nach draußen. Und zeigt einfach mal draußen seinen Signature. Und rollt sich wieder rein. Jetzt ist die Frage, wer macht als erstes einen Finisher? Ich denke, derjenige wird auch gewinnen. Und Ansatz zum Showstopper und der sitzt. Er ist ja vor uns eigentlich genau reingelaufen, kam rein und hat schon die
Pranke an der Kehle. Und jetzt das Cover. Wird es reichen? Haben wir heute Abend einen neuen Intercontinental Champion? Wir haben heute einen neuen Intercontinental Champion. Ja, Props an ihn. Und damit zieht er auch mit Brock Lesnar gleich im Rennen um die Bound for Glory Series. Wir kommen zum nächsten Match.